Mach was draus ist für jeden ein gutes Lebensmotto. Ganz besonders mit diesem so einfachen Satz verbunden ist jedoch Matthias Berg. Er ist einer der weltweit besten Behindertensportler. Die Veranstaltungsreihe Wirtschaftsforum Mayen hatte ihn eingeladen, um den Zuhörern Tipps zu geben, wie sie ihre gesetzten Ziele erreichen können. Heute ist ein Vortrag und in dem Vortrag geht es um Haltung. Nämlich, wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich mit anderen um, was macht es aus, wenn ich klar im Kopf bin, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, wenn ich da wirklich hin möchte, woher kriege ich die Energie, um das auch zu erreichen, wie gehe ich auch mit Dingen um, die mal schwieriger sind, weil nicht jedes Leben geht geradeaus oder nur bergauf, sondern wir alle kennen das, jeder hat auch schwierige Erlebnisse, wie gehe ich damit um, wie kann ich mich innerlich wieder aufrichten, wie kann ich mich stark machen, wie kann ich mit anderen zusammen vorankommen und das eben erreichen, was ich gerne erreichen möchte. Matthias Berg hat so einiges in seinem Leben erreicht. Er ist nicht nur Sportler, sondern auch Moderator, Führungskräftetrainer und wie beim Wirtschaftsforum Vortragsredner. Seinen Vortrag hat er sehr gut vorbereitet und hofft, den Menschen helfen zu können. Er hat so einiges zu erzählen, denn auch sein Leben lief nicht immer geradeaus. Also es gibt zwei Teile. Der erste Teil ist, da erzähle ich von meinem Leben, was mir bisher passiert ist. Ich hatte tolle Momente als Leistungssportler, als Musiker, als Jurist. Ich hatte aber auch sehr schwere. Da wurde mir Krüppel, Kurzärmle hinterhergerufen und andere Dinge mehr. Sowas wie, vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich vergast. Also diese Erlebnisse habe ich leider auch gemacht. Und im zweiten Teil erzähle ich dann, wie ich für mich mit diesen Dingen klarkomme. Was ich für mich im Kopf, in Gedanken aufgebaut habe, um zu sagen, es kann eigentlich kommen, was will, schmeißt mich so schnell nichts mehr um. Und das mit sehr viel Spaß, mit Humor und mit Lebensfreude dabei. Diese Lebensfreude sieht man ihm an. Jeder Mensch musste schon Rückschläge einstecken, doch nicht alle ziehen aus ihnen positive Lehren. Dabei sind gerade Humor und Spaß sehr wichtige Bestandteile für ein gutes Leben. Dass es allerdings keinen zuverlässigen Leitfaden dafür gibt, weiß auch Matthias Berg. Ich glaube, es ist kein Geheimrezept, sondern es sind viele kleine wichtige Entscheidungen, die jeder für sich selber treffen muss, um zu sagen, ja, auch mir ist das möglich. Und ich denke, es ist eigentlich allen möglich, der das möchte. Es hängt vom Willen ab. Auch wenn Entscheidungen mal falsch sein können, die richtige Einstellung und den dazugehörigen Willen hat Matthias Berg. Mit seiner hohen Motivation kann er hoffentlich noch vielen weiteren Menschen dabei helfen, ihr Ziel im Leben zu erreichen.